So, Tod, kommt ihr hier, ihr Petris, ihr anderen. Kommt auch runter, los. Lasst euch essen. Scheiße, die Petris sind echt die nervigsten. Das muss man wirklich mal sagen. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Ark Extinction. Ihr seht, es ist wieder einiges passiert und einiges Neues dazugekommen. Wir mussten ja ein paar Verluste kompensieren, nachdem uns ein Lootdrop auf den Kopf gefallen ist. Der Himmel ist uns auf den Kopf gefallen. Ja, und der Shadow hat es geschafft. Er hat hinter uns, könnt ihr ihn sehen, diesen Giga gezähmt. Der da wieder einmal heißt Shadows B. Und du kannst ja mal kurz die Geschichte erzählen, wie hast du das geschafft? Also das ist ja gar nicht so einfach hier. Uff, nun. War heute Morgen. Das fing damit an, dass ich einen Rex gesehen hatte und getamed habe oder angefangen habe, den zu tamen. Lonestar war zu dem Zeitpunkt noch da und er hat sich in der Zwischenzeit um unser Drachenbaby gekümmert, das wir auch noch hatten. Und dann meinte Lonestar gerade zu mir, ja, ich müsste dann so dann und dann weg und komme aber dann später wieder. Ja, und ein paar Minuten später oder kurz darauf habe ich halt diesen wilden Giga Level 104 gesehen. Mhm. Also Giga allein zu tamen ist nicht so spaßig, so wie einige vielleicht wissen. Ja, ich kann mich auch dunkel erinnern, dass ich da meine Probleme hatte, als ich das mal alleine versuchte. Und auf jeden Fall, Adelons hat dann gesagt, komm, ich nehme mir noch eben 10 Minuten Zeit. Und dann haben wir uns Gates gebaut, die kleinen Metallgates. Und ja, den dann darin eingebaut. Und ja, dann hat Lonestar mir noch Narkosezeug und so vorbeigebracht, dass ich den dann betäuben kann. Mhm. Dachte mir so, okay, cool, der Giga ist eingebaut und ich habe Betäubungszeug und es sollte eigentlich kein Problem sein. Mhm. Dann okay. Ist Lonestar gegangen und die ersten Probleme haben angefangen. Also, zuerst, ich habe die Giga getamed in einer Region, in der ziemlich viele andere Tiere auch spawnen. So Gigas natürlich, dann Rexe, Bären und auch leider die Corrupted-Tiere. Mhm. So, nun ist es bei den Corrupted-Tieren so, dass sie keinen Giga angreifen, generell ja keine großen Fleischfresser, aber Strukturen. Ja. Das heißt, jedes Corrupted-Tier, das da gespawnt ist, ist es ein Dilo gewesen, ein Petri, was auch immer, hat direkt versucht, diese blöden Metallgates anzugreifen. Oh, scheiße. Und die können die ja sogar zerstören. Mhm, die können alles zerstören, jede Struktur. Ja, so, und jetzt musste ich halt, damit der Giga nicht freikommt, die Tiere töten, was dann natürlich Auswirkungen darauf hatte, dass ich nicht schießen konnte. Und ja, dann habe ich halt am Ende nicht genug Narkosezeug gehabt, um den Giga überhaupt zu betäuben. Das heißt, ich habe alles nochmal komplett abgebrochen, die Tore wurden sogar teilweise zerstört. Ich bin dann noch zurückgeflogen, habe neue Gates besorgt und habe die wieder eingebaut. Dann bin ich nochmal zurückgeflogen, habe mir 500 Narko-Pfeile geholt, also gecraftet, dann noch 5 Crossbows, bin damit dann hin und habe ihn dann schlussendlich doch betäubt. Und als er dann betäubt war, kam Lea noch dazu und dann ja, hat sie ihn betäubt, während ich das Prime Meat geholt habe, um ihn zu nehmen. Okay. Ja, Wahnsinn. Ja. Also, ihr habt es gehört, meine lieben Freunde, das ist ungefähr, das kann man auch so als Roman veröffentlichen eigentlich, so spannend wie das ist, auf jeden Fall. Und ich würde sagen, der ist jetzt hier unsere wichtigste Figur, oder? Also, wenn es darum geht, Loot Drops oder Orbital Drops zu halten und so. Hm? Wähle dich! Ah! Ja! Da ist er, der. Oh, der hat ein rotes Gesicht, wenn er hier drin steht. Krass. Du stehst da drin. Das ist ja sehr schön. Warte mal, der kann doch schwarze Perlen machen, ne? Ja. Oder kann er? Ja. Moment, ja, kann er. Kann er. Produktion. Sollten wir das schon mal anwerfen? Ist, glaube ich, eine gute Idee, oder? Weil die brauchen wir dann, wenn wir einen Tech-Replicator bekommen. Beziehungsweise, genau. Wie bekommt man den eigentlich hier? Das ist vielleicht auch eine ein ganz guter Fingerzeig. Das haben sich vielleicht schon einige gefragt. Man bekommt den tatsächlich aus diesen Orbital Drops, die uns getötet haben. Das heißt, wir müssen mal versuchen, diese Orbital Drops
jetzt mal so lange zu halten, bis einer da mal rauskommt für uns, dass wir den mal machen können. Da wir ja auch schwarze Perlen dafür brauchen, ist es ganz gut, wenn wir den Knaben hier jetzt in der Base haben, damit er uns mal ein paar von den Dingern produzieren kann. Denn man braucht ja irgendwie 150 oder so. Oder mehr oder weniger. Und da wird der hier uns gute Dienste leisten. Diese Viecher können übrigens nicht immer dieselben Ressourcen produzieren. Die produzieren tatsächlich je nach Tame immer andere, wurde mir gesagt. Also manche produzieren tatsächlich dann auch mal, weiß ich nicht, statt Sand, Holz, sag ich jetzt mal blöd, ne? Also, keine Ahnung. Die produzieren halt andere Sachen auch mal. Also nicht nur mal das gleiche. Oder andere Edelsteine und sowas. Das ist schon ganz cool. Also die sind schon recht nützlich und auch relativ leicht zu kriegen, wenn man mal eine Eule hat. Lea, hast du den Rex schon ausgebrütet? Nee, ich habe den noch gelassen. Soll ich das machen? Weil ich mir gedacht habe, dass... Ja, aber dann muss ja jetzt jemand hier bleiben und aufpassen. Ich wollte es gerade sagen, das könnten wir tatsächlich machen, wenn wir... Genau, am Schluss dann so würde ich das machen. Okay, okay. Ja, also je nach Stärke des Orbital Drops, die wir machen wollen, ist natürlich auch noch fraglich, ob wir das zu viert überhaupt packen. Der gelbe, da waren wir mit zwei Spinos da und da waren zusätzlich noch drei Rexe, glaube ich, da. Mhm. Und es war ein bisschen schwierig zu koordinieren, weil wir nicht alle in einem Teamspeak waren dann noch, also in einem Channel. Und deswegen, war das eher knapp, aber wir haben es trotzdem geschafft. Genau, aber wie gesagt, das Hauptziel ist ja auch nicht, jetzt irgendwie ganz viele von den Dingern zu machen. Das Hauptziel ist ja, wie gesagt, der Tech-Replicator. Das heißt, sobald wir einen haben, können wir das Ding erst eh mal abbrechen, weil dann müssen wir erst mal gucken, dass wir den aufgestellt kriegen. Haben wir nämlich auch die Möglichkeit, noch andere coole Sachen zu machen. Zum Beispiel eben, wie gesagt, diesen Mech-Anzug, den wir vielleicht auch ganz gut gebrauchen können für bestimmte Sachen. Dann würde ich doch mal sagen, was nehmen wir mit? Also wahrscheinlich den Giga natürlich und... Ich würde den Giga nehmen, genau. Dann Lea nimmt wahrscheinlich eine Eule zum Healen. Mhm. Dann wäre es die Frage, was du und Lons dann nehmen. Macht wenn wir Sinn, den Drop finden, also in so einem gleichen Spot, dass wir nicht so viel suchen müssen, dann würde ich eher einen Damage-Dealer haben als einen Drachen. Ne? Ansonsten zum Scouten halt einen Drachen erstmal. Zum also Scouten einen Drachen und ich müsste so einen Spino nehmen wahrscheinlich dann. Also man könnte es natürlich auch so machen, dass wir die Damage-Dealer in Pokebällen mitnehmen. Ne? Wenn sie dann pennen. Das ist, soll ich gerade sagen, das mit dem Pennen, das funktioniert ja nicht so. Ich kann ja jetzt, ich kann ihn reinsaugen quasi. Der hat auch den Sattel drauf. Ja, der bleibt drauf. Achso, okay. Ich kann ihn ja einsaugen und ich kann ihn auch direkt wieder rausholen, so. Das ist nicht das Problem. Problem besteht darin, dass ich jetzt quasi einen Effekt auf mir habe. Alle Tiere, die ich jetzt noch raushole, die haben Cryo-Sickness. Also kann ich ein Tier immer rauslassen, ohne dass es einschläft? Genau, ganz genau. Also könnte jeder von uns noch ein weiteres Tier mitnehmen, ohne dass wir da ein Problem kriegen? Du kannst auch mehr mitnehmen, so viele Pokebälle, wie du halt mitnehmen willst. Aber ich kann immer noch eins rauslassen, ohne dass es einschläft. Das ist ja der Punkt, quasi. Ja. Übrigens nochmal auch für dich, wenn du Corrupt Hearts findest, also die Herzen, die so aussehen wie die Uteranus-Lunge. Schmeiß die bitte nicht weg, die brauchen wir später für den Boss. Ah ja. Das sind so die Trophäen dafür dann. Genau. Okay. Und da brauchen wir sehr viele für. Ja. Genau, und ihr habt auch noch, das können wir ja auch schon mal so ein bisschen anteasern, ihr habt noch eine andere Sache gefunden tatsächlich, die neu ist. Und zwar habt ihr eine Art anderen Loot-Drop gefunden, der kein Loot-Drop ist, sondern eine Art Element-Ranke, die man auch beschützen muss vor Corrupted Dinos. Und wenn man die dann zerstört, bekommt man ganz viel Element raus. Richtig? Richtig. Element in ganz Form, in Bruchstücken und als Staub, in verschiedensten Varianten. Und meine lieben Freunde, das gibt es wohl anscheinend noch nicht in informationstechnischer Form da draußen im Internet. Also das scheint wohl wirklich noch relativ neu zu sein. Wenn es nicht sogar mit dem Patch dann jetzt rausgekommen ist oder noch reingebracht wurde, der jetzt kam. Weil der war ja schon relativ groß dafür, dass das nur Bugfixes sind eigentlich. Lieber, hast du das mit dem Pokéball jetzt so vor, dass du deinen Rex einfrieren willst und mitnehmen willst? Will ich oder? Das? Müssen wir das, ist die Frage. Müssen wir das unbedingt machen? Also du musst halt sonst mit deinem Rex dahin laufen, wo wir die Note jetzt auch immer finden. Ach so, ja, stimmt. Ich kann ihn ja einfach so und dann einfach hinfliegen. Genau. Hast du einen Pokéball? Ja, ich habe einen. Wie machen wir denn das mit den Flugtieren dann, wenn wir dann anfangen, den Drop zu beschützen? Dann saugen wir die ein. Stimmt. Fliegender Wechsel. So, mein Rex ist eingesaugt.
So, und ich glaube, unsere Verbündeten sind auch schon angekommen. Ich habe jetzt übrigens nicht ins Inventar geguckt, ne? Wenn da jetzt irgendwas Wichtiges drin war, dann ist es weg. Bei dem Rex? Beim Rex, ja. Nicht. Da war, glaube ich, nur Gammelfleisch drin. Ja. Okay, das ist okay. Das ist wichtig! Lonzer, wir können ja schon mal gucken gehen, oder? Jo, so. Geh mal gucken. Dann nehme ich mir jetzt hier die Schneeöle. So. Los! Fliegen wir mal los. Wollen wir uns aufteilen? Verteilen auf der Map? Ja, so, dass wir haben uns schon aufgeteilt. Wir haben uns schon aufgeteilt. Okay, dann teile ich mich jetzt auch auf. Ich teile mich auf. In der Mitte durch, so einmal quer rüber. Vor allem quer in der Mitte durch rüber. Okay, egal. Ich glaube, dass das, was ich sage, keinen Sinn mehr ergibt heute. Das sollte niemanden mehr überraschen. Hat das Spielbär den Sattel vom Rex genommen? Das ist doch egal. Der Sattel ist egal, der bleibt drauf. Der Sattel, das haben wir doch gerade beim Giga schon geklärt, dass der Sattel drauf bleibt, wenn man den einsaugt. Was auch komisch ist, das Inventar ist weg, aber der Sattel bleibt. Hä? Okay, egal. Ich glaube, ist ein anderer Slot, wo es ist, ne? Ja, ich glaube, an dieser ganzen Geschichte Logik zu suchen, ist, glaube ich, eh fehl am Platz mittlerweile. Ende des DLCs wacht man einfach auf The Island auf, in seinem Bett, und das war nur ein Traum, so ein ganz verrückter, wie bei Alice im Wunderland. Ja, das Ende. Es muss ja irgendwie darauf hinauslaufen, dass es irgendwie so eine Art Circle ergibt am Ende. Oder es kommt so ein Open End, dass man auf einer neuen Welt wieder auftaucht, die dann quasi schon irgendwas anderes Neues wieder anteasert, was dann vielleicht gar nichts mit dem Spiel hier zu tun hat. Vielleicht kommt dann dieses Piratending, was sie mal aus Versehen auf ihrem Channel veröffentlicht haben als Trailer und dann wieder runtergenommen haben, weißt du? Dann kommt dann so ein Teaser dafür. Warte mal, ich kann jetzt ja diese Gelegenheit auch mal ein bisschen nutzen, um noch mal ein bisschen mehr die Map zu erkunden tatsächlich. Da hinten ist auch eine ziemlich abgefahrene Struktur zwischen der Eiskuppel und der Wüstenkuppel. Das sieht sehr krass aus, wie ein riesiger Bunker so ein bisschen. Fast schon so wie so ein Vault eigentlich, mit so einer riesigen runden Struktur da und so. Also das ist hier schon eine ziemlich coole Struktur, aber mich irritiert so ein bisschen. Die bauen hier diese riesigen coolen Strukturen, diese Höhlen teilweise auch und diese Rohre und sowas. Und da ist aber irgendwie gar nichts wirklich Interessantes drin. Das ist einfach nur, keine Ahnung, eine ganz aufwendig gebaute Umgebung, wo einfach nichts ist. Ach, der Giga kommt auch. Da ist einfach nur so eine dicke, fette Raupe und sonst nichts drin. Ist hier wenigstens irgendwie mal ein Explorer-Node oder so? Warte mal. Hier muss doch wenigstens ein Explorer-Node oder irgendwas sein. Ah, hier haben sich welche aufgebaut, lol. Hahaha. Sind das Taming-Gehege? Es sieht aus wie Taming-Gehege. Interessante Stelle für Taming. Wahrscheinlich, weil hier nicht so viele andere Tiere hinkommen, schätze ich jetzt mal. Ja, nicht schlecht. Also es sieht cool aus hier, aber ich verstehe den Sinn dieser Strukturen einfach nicht. Die sehen einfach teilweise zwar cool aus, aber auch teilweise irgendwie völlig sinnlos, weil man den Zweck nicht erkennen kann von diesen Strukturen, was die mal für einen Zweck hatten. Robert Rühmann schreibt im Live-Chat gerade, bei 68,55 wäre ein gelber Loot. Dann würde ich da mal jetzt versuchen, mich hinzubewegen, nachdem ich meine Stamina gereckt habe. Gehen wir auch dahin, oder? Genau, würde ich sagen. 68,55. Ich hoffe, das ist jetzt die richtige Reihenfolge der Koordinaten. Ne? Wir wissen ja immer, da kann es auch mal Missverständnisse geben. Aber ich gucke jetzt mal, wo ist denn das eigentlich? 68,55, das ist bei... Das ist in der Nähe, da wo ich bin, Leute, eigentlich. Ich muss noch nach nebenan fliegen, warte. Da müsste ich den ja eigentlich fast schon sehen können. Ja, da ist er doch, Leute. Direkt vor mir. Herrlich. So, aber ne, nicht aktivieren, auch an alle, die jetzt hier sind und uns hören, nicht aktivieren, erst wenn alle da sind. Gar nichts aktiviere ich jetzt hier, aber Robert Rühmann ist auf jeden Fall schon da, der hält aber gerade Abstand zum Loot. Ja, genau. So. Es gibt einige, die sind so Frühstarter, nenne ich sie immer, ne? Die gehen dann da ran und aktivieren das sofort, obwohl eigentlich noch niemand bereit dazu ist, das zu machen. Ich muss jetzt ja zum Beispiel erstmal meinen Rex rauslassen und meine Eule einsperren. Mache ich das jetzt hier oben? Ja, weil das Problem hatten wir nämlich vorhin auch. Ich mache das jetzt hier oben mit dem Einsperren und Rauslassen. Mal gucken, ob es geht. Und ich wähle dich, Rex. Jetzt fange ich auch schon so an mit diesem Pokémon-Sprech. Hat die Eule was Wichtiges im Inventar? Anglergel hat sie. Hat das jetzt jemand aktiviert? Ich habe gerade Musik gehabt. Dein Direwolf, was killt bei Direwolf? Oh, 150. Level 150?
Wo denn? Wo ist das denn? Frage ich mich auch. Wir müssen jetzt den Drop verteidigen. Scheiß auf den Kackwolf so. Ja, ja, ich sag ja nichts. Aber. Achso, ich habe jetzt meine Eule eingefangen und den Rex, den reite ich jetzt. Irgendwer hat jetzt schon den Drop ausgelöst. Ich drop mich jetzt mal selber runter hier mit meinem Rex. Und ich wähle dich. Hui. Dann legen wir mal los, denn ich vermute, hier sind wahrscheinlich dann schon gleich die bösen Jungs. Weil man hat ein bisschen eine Zeit, um sich vorzubereiten, ne, bei dem Job, wenn die aktiviert sind. Das geht nicht sofort los mit den Wellen, oder? Naja, die kommen erstmal relativ kleckerhaft. Ah, hier ist ein Raptor hier hinten, den machen wir mal gleich platt. Zwei Raptoren. Und ich muss sagen, das hat vorhin echt gut funktioniert, als wir das Schild weggemacht haben und uns einfach daneben gestellt haben. Ja, aber da kam so, weil dann muss man nicht immer und Petra und Dom's leer. Ja, gut. Das ist ein Unterschied. Ja. Das wird jetzt anders sein, oder? Das ist. Ich kann den hier. Und nicht mehr blau. Ich kann den hier gar nicht töten. Der irgendwie. Der kriegt gar keinen Schaden von mir. Ja, du bist auf der anderen Seite der Kuppel. Ich bin gerade schon auf der anderen Seite gewesen. Also, ich habe beide Seiten probiert. Es geht gar nicht. Jetzt. Er ist jetzt tot. Okay, ja, okay. Du warst draußen und. Ja, vorher war ich drin. Vorher war ich drin, hat es auch nicht geklappt. Ganz komisch. Ich glaube, die verbacken sich manchmal so ein bisschen an der Kuppel und dann kann man sie nicht mehr treffen. Zumindest mit meinem Rex. Dieser Übergang ist das zwischen drinnen und draußen sein. Dieser Moment zwischen drinnen und draußen. Wie zwischen Wach und Schlaf. So, da sind die los. Die los, die los. Gut, dass das hier im Wasser ist. Ein gelber Loot und ne, ich sag's nur noch mal, wir erinnern uns daran, dass wir, wenn wir das ganze Zeug haben, möglichst schnell hier verschwinden. Ich lass da jetzt nichts mehr anbrennen, ey, ohne Witz, wir bleiben nie wieder da stehen, wenn wir den fertig gemacht haben, den Loot. Das wird nie wieder passieren. Da ja, wo sind bleiben die Gegner? Petris. Ach, die Piraten. Ich hab hier noch Petris. Ich komme, ich bin da. Zu mir. Zu mir, sind doch zu nur mir. Noch zwei, also. Das sind die zwei, ja, hier. Ja, das war's. Also für die Welle. Nächste Welle, nächste Welle. Einer ist noch. Das war nicht nur die Petis. Irgendwo versteckt sich noch was, ja, an der Kuppel. Das Problem ist, die Viecher hängen ja irgendwo draußen an der Kuppel fest. Ja, na vor allem die Kuppel geht hier auch irgendwie durch den Felsen durch. Das heißt, sie können auch hinter dem Felsen stehen, theoretisch. Ja. Also das ist schon manchmal, an manchen Stellen ist es ein bisschen unübersichtlich, glaube ich auch. Bestimmt hängt er irgendwo am Rand am Baum fest und wir finden ihn einfach nicht. Ich gucke jetzt hier gerade schon mit der Wärme durch. Ich kann aber mal hier hängt ein Trike, vielleicht ist der das? Ja, wir können ihn ja mal spaßenshalber töten. Schaden kann es ja nicht. Ja, aber der geht hier auf nichts los. Merschwürdig. Vielleicht war es doch der Raptor, der vielleicht gerade was gefressen, kann das sein? Dann müsste es. Naja, hier steht irgendwas rum. Hier hinten ist ein Rex, aber der ist nicht aggro. Der läuft nur rum. Am Ende ist es verbuggt. Ah, nee, okay. Da ist die Melodie. Da ist das Orchester wieder kurz rausgesprungen, wieder reingesprungen. Da kommt schon Rex. Nee, der Rex ist nicht von der Welle. Das ist, wollte gerade sagen. Von der Welle sind. Verzeihung. Wendekreis. Die Trikes sind jetzt aber von der Welle, oder? Die da kommen? Egal. Ja, einfach alles töten. Huch. Alles töten, alles töten. Wenn jemand geheilt werden? Petris. Müsst ihr Bescheid sagen, ne? Du bist beim Sprechen ein bisschen so am Rumlecken irgendwie. Lädst du noch was runter nebenbei? Nein, aber ich sehe es auch gerade. Ich habe einen ganz, ganz hohen Ping. Ja. Hier, ah, kenn ich. Da sind Petris oben. An die wir leider. Jetzt kommen sie runter, okay. Also der eine zumindest. Oh, stirb. 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 Wie ich ihn wieder nicht treffen kann. Jetzt ist er tot. Kommt ihr hier, ihr Petris, ihr anderen. Kommt auch runter. Los. Lasst euch essen. Hitte sie, genau.
Scheiße, die Petris sind echt die nervigsten, das muss man wirklich mal sagen. Also, eigentlich nicht. Naja, im Sinne von, dass sie halt immer ewig oben an der Kuppel hängen und dann nicht runterkommen wollen. Okay, ja. Also auf unseren Tieren hier, Spino und Rex, ist das ein bisschen nervig. Kriegst die halt nicht, kommst halt nicht ran. Dong, dong, die dagegen fliegen. Ja. Yeah. Oh, die wird schon kleiner. Ja, ich komm halt nicht ran. Die sind so ganz knapp. Ah, jetzt habe ich sie erwischt, glaube ich. Oder? Nee. Nein, Petri erwische ich wohl, aber. Sie kommen halt. Jetzt ist er unten. Mann. Tot ist er, tot! Das ist jetzt die zweite Welle, ne? Hm, wie viele sind's da? Gute Frage. Warte. Nächste Frage. Muss auch mal einen Blick daran werfen. 10? 10 Wellen. 10? Nee, nein, 10 Gegner. Ah ja, Welle 1. Nee, hä, da steht doch Welle 1 von 5, nicht Welle 2. Das ist immer noch Welle 1. Komisch. Welle 1 kann es nicht sein. Musik hatten wir ja schon mal. Das steht hier Welle, aber. Ja, Welle 0, ne? Welle 1 und so weiter, vermute ich mal. Okay, dann sind es aber 6 Wellen. Wenn Welle 0 auch als Welle zählt, da steht ja 1 von 5. Okay. 9 Hostiles sind es noch. Ah, jetzt sind es noch 5. Ich hatte eben so einen Petri noch rangezogen und der scheint irgendwie auch dazu gezählt zu haben. Aber der war nicht Akku, oder? Der war einfach nur da. Erstmal, ja, der war einfach nur da. Ja, das, wie gesagt, das ist, glaube ich, echt die größte Achillesferse von dieser ganzen Wellenmechanik, dass die Viecher halt einfach den Weg nicht finden oder irgendwo sich verheddern und dann das Interesse verlieren und so und man gar nicht weiß. Das hatten wir hier bisher noch nicht, ne? Also okay. Muss ich an der Stelle mal sagen, das ist jetzt das erste Mal so. Wir sind doch das erste Mal in diesem Spot. Ist vielleicht eine scheiß Stelle einfach, aber ich finde das eh, also ich fände es generell auch besser, wenn die Tiere, die zu der Welle gehören, irgendwie markiert werden noch, dass man die erkennen kann. Weil du kannst die halt nicht von den normalen Corrupted unterscheiden, außer dass sie halt da hinlaufen. Wenn sie da nicht hinlaufen, dann kannst du sie halt nicht erkennen. Das ist irgendwie ein bisschen bescheuert. Ich meine, ich kann natürlich schon verstehen, dass das halt eigentlich auch normale Corrupted sein sollen, die einfach nur da hinströmen und nicht neu gespawnt eigentlich sind. Also nach der offiziellen Logik so. Nach der Du erkennst es an den krummen Levelzahlen. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Dino Level 56. Ah, okay. Dann, aber das siehst du dann natürlich nur, wenn du mit dem Fernglas hinguckst oder sie also, schon es wurde aber noch nicht runtergezählt, muss ich dazu jetzt mal sagen. Ne? Ja. Der hat nicht gezählt. Der 56er? Ja, es sind immer noch 5. Merkwürdig. War es ein Alter? Dann habe ich auch so ein bisschen Angst, die Tatsache ins Spiel zu bringen, dass die ja vielleicht auch unter der Geometrie spawnen können von der Map. Hm. Ne? Wir erinnern uns an The Center, wo wir dann... Aktivier mal das Schild, vielleicht bewirkt das was. ...irgendwann mal festgestellt haben, dass die Viecher auch unter den ganzen Steinen und so rumlaufen. Da ist ein Dino hinter dir, Monster. Der gezählt? Ja, der hat gezählt. Okay. Also, ich sehe hier wirklich gar nichts, was irgendwie also halbwegs in der Nähe ist, was nach so einem Corrupted aussieht, der das irgendwie hier hin will, so, keine Ahnung. Aber ich dachte gerade echt, ich habe gerade so nach unten geguckt und dachte so, hä, wieso ist der Rex blutig? Aber der hat einfach so einen roten Streifen auf dem Rücken. Ist auch krass. Ich dachte echt, es sah echt aus, als wenn der blutig ist. Mein Wasser ist schon wieder weg. Und der, habt ihr den Schild ausgemacht oder ist der bei mir jetzt auch ja, weg? Ja. Aus. Okay. Aber das Wasser ist weg bei mir. Ich sehe das Wasser nicht mehr. Tja, als wenn einer einen Stöpsel rausgezogen hat. I shit you not. Bei euch ist es noch da, oder? Ja. Ich habe Angst. Hm. Vor allem, ich höre es noch, wenn ich durchlaufe. Es ist einfach nicht mehr da. Ich habe hier noch einen Petri gefunden. Bitte. Oh, okay, er ist beim Essen ein bisschen gestorben. Ich wollte ihn eigentlich. Ich glaube, diese ganze Location ist ein bisschen merkwürdig. Hat der gezählt? Warte, ich guck. Wie viele waren es vorher? Ja. Sind nur noch 4. Ja. Hat nicht gezählt. Oh Mann. Ja. Willkommen zum vorgezogenen Oster-Event. Ja. Das ist echt so, ey. Ohne Witz. Weißt du was? Ich nehme jetzt hier ein bisschen Polymer mit. Ich habe eh zu viel Zeit gerade. Ich meine natürlich Obsidian. Wahrscheinlich eh sinnlos, weil wir die Tiere dann wieder in den Dings reinpacken. Mit dem Pokéball, dann ist eh alles weg. Deinem Inventar kann es doch bleiben. Ja, aber dann bin ich ja überladen. Und? Du reitest doch.
Ja, aber wenn ich runterfalle. Fall halt nicht runter. Aber ich falle doch runter so gerne. Ich falle doch so gerne. Ich bin doch Fallobst. Ja, wenn das hier nicht weitergeht, würde ich einfach sagen, gehen zum nächsten. Die Karawane zieht weiter, ne? Weil was bleibt uns anderes übrig? Also, wir haben jetzt, glaube ich, die Raptor, vielleicht? Umgebung, die haben wir jetzt doch eigentlich ganz gut abgesucht, oder nicht? Also, übergründlich, ja. Also deswegen, in der ganz nahen Umgebung ist definitiv nichts. So, da kommt Dilo, oder? Nee, Raptoren. Ah, Parazia! Da kommt eine ganze Menge. Ja, endlich gibt's hier mal Gegner und Action und nicht immer nur hier so, wo sind sie eigentlich? Das ist ja schlimmer als in Vietnam. Da haben sie sich das auch mal gesagt. Wo sind sie eigentlich? Und dann waren sie alle tot. Kano am Drop dran. Ja, ich versuche das Parazia gerade davon abzuhalten, dahin zu laufen. Ich glaube, hier müsste mal jemand zum Drop kommen. Mich haben sie jetzt hier verkeilt so ein bisschen. Ja. Oh, die halten aber ganz schön was aus hier, die kleinen Riesenschweinchen. Dafür, dass ich hier eigentlich so viel Leben habe. Das Parazia ist hinüber, das ist Geschichte. Oh, was kommt denn hier? Komm jetzt bitte hier zum Job, bitte komm zum Job. Ja, ich bin gleich da. Greifen das hier die ganze Zeit an. Ich jetzt, oder? Hier kommt ein Trike. Ich habe hier ganz viel Viehzeug bei mir dran gerade. Was soll ich sagen? Brauchst dann wieder. Also, jetzt habe ich jetzt den Plan nicht richtig mitgeschnitten. Müssen wir jetzt, weil der Schild aus ist, uns an den Job stellen, oder? Ja, der Job darf nicht zerstört werden. Shadow, ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich bin so voll. Bin umzingelt, ne? Also. Deine Spino oder wie? Wenn jetzt von der Seite was kommt, kann ich nichts abhalten. So ist okay, das hier schaffe ich. Okay, ja. Wenn du nicht weggehst. Ja. So. Versuch gezielt, die Paraceterien oder so zu fressen, weil die dir so viel Primeat geben, dass die dir, Ja, verstehe. Plots vollhauen. Oder du deaktivierst das Harvest von deinem Dino. Natürlich auch eine Möglichkeit. So, wie viele sind sie jetzt noch? Bestimmt wieder 5. Oder 4. 7. Ja, 7 auf einen Streich, komm. Nee, das machen wir jetzt nicht nochmal. Ja, wo sind die denn? Ja, ich verstehe das ja auch nicht. Vielleicht spawnen die wirklich unterirdisch irgendwo in irgendeiner Kuhle hier. Ja, sind halt einfach verbuggt. Ja, der ist halt einfach ein Scheißspot hier. Der spawnt halt irgendwo. Das ist doch, vielleicht ist auch hier in der Nähe eine Höhle. Und vielleicht lecken die da beim Spawnen dann so rein. Und dann, oder stehen über der Geometrie von der Höhle. Das gab's doch alles schon. Ja, ich erinnere mich da ja noch an The Center, wenn ich da mit Spectator durch bin und dann gesehen habe, wo die Viecher alles stehen können. Kann alles sein. K so unter die Map und da ist nichts. So, aber kann natürlich auch nicht alles sehen. Ja, mit der Eulensicht guckt ja Lea wahrscheinlich schon die ganze Zeit. Weil es gerade noch vorgeschlagen wurde im Live-Chat. Das machst du ja wahrscheinlich schon die ganze Zeit. Ja, also wenn wir hier noch suchen, dann. Also, ich meine, aber ich brauche ja für die Korrupt. Also, ich weiß nicht, ich brauche doch keine Eulensicht. Ich meine, ich sehe doch hier, dass hier nichts ist, außer jetzt die zwei Skorpione und der Dino, der völlig desinteressiert rumläuft. Die Eulensicht bräuchte ich ja, wenn dann überhaupt bei Nacht, dann. Tja. Ja, die hängen an irgendeinem Spot, wo wir nicht rankommen. Die sind einfach unsichtbar. Also, was heißt, also nicht unsichtbar, aber die hängen halt unterirdisch. Oh, hier ist gerade was gespawnt. Der ist weggeschnipst. Und an dieser Stelle ist diese Folge Ark Extinction auch wieder zu Ende. Das Fazit hier an dieser Stelle war dann, dass wirklich keine weiteren korrupte Tiere, die zu dem Job gehörten, zu uns gekommen sind. Das heißt, wir haben uns dann in der nächsten Folge einfach einen neuen Job gesucht. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann, ciao, ciao!